Light in the dark. Licht in der Dunkelheit. There was darkness when the children of Israel came out of Egypt. Es gab Dunkelheit, als die Kinder Israels aus Ägypten kamen. Just before the very last plague. Kurz vor der allerletzten Plage. Number 9. Nummer 9. There was darkness over the land of Egypt. Da lag Dunkelheit über dem Land Ägypten. Even darkness that could be felt. Und das war eine Dunkelheit, die man sogar fühlen konnte. A thick darkness. Eine sehr dicke Dunkelheit. And all the land of Egypt for 3 days. Und zwar über dem ganzen Land Ägypten 3 Tage lang. They couldn't see one another. Man konnte sich untereinander nicht mehr sehen. They didn't even get up for 3 days. Und einige sind noch nicht mal aufgestanden. But all the children of Israel had light in their dark in their dwellings. Für 3 Tage lang, aber alle Kinder Israels hatten in dieser Zeit Licht. Now this is a pattern of what is going to happen again. Das ist ein Muster dafür, was wieder geschehen wird. When Jesus came, it was darkness in the world. Als Jesus kam, war Dunkelheit in dieser Welt. Isaiah 60. In Jesaja 60. Verse 2 says, "Behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people." In Vers 2 lesen wir, siehe, es liegt Dunkelheit über der Erde und eine große Dunkelheit über dem Volk. So when there's gray darkness, that's when the light can come. Das heißt also, wenn eine große Dunkelheit da ist, dann kann das Licht erscheinen. In Verse 1 says, arise, shine, for thy light has come. Und in Vers 1 heißt es, steh auf, dein Licht soll leuchten. And the glory of the Lord has risen upon you. Der Ruhm, der Glanz des Herrn scheint über dir. Okay. And one more. Yeah, there we go. And so just before the very end, before Jesus comes, there's going to be darkness again. Und wiederum ganz kurz vor dem Ende, vor dem Jesus wiederkommen wird, gibt es wieder eine Dunkelheit. There will be plagues again on the earth. Es wird wiederum Plagen geben auf der Erde. And in verse 10, Revelation 16, in Offenbarung 16, Vers 10 lesen wir das. His kingdom was full of darkness. Sein Königreich war gefüllt mit Dunkelheit. So it is time for light to shine again. Es wird also Zeit, dass das Licht wiederum scheint. We're going to follow the light through a period of time called the Dark Ages. Und wir werden jetzt das Licht uns anschauen über den Zeitraum des dunklen Mittelalters. Now, a few weeks ago, we had a lunar eclipse. Vor einigen Wochen hatten wir eine Mondfinsternis. And I was in California. Zu dem Zeitpunkt war ich in Kalifornien. There's the moon. Da kann man den Mond sehen. That's kind of hard to see, so I zoomed in. Ist das ein bisschen schwierig zu sehen? Ich habe also etwas herangezoomt. Kann man das sehen, dass er hier eine rote Tönung hat? Looks better in the dark. Wenn man das Licht ausmachen würde, könnte man es etwas besser sehen. They call this a blood moon. Das wird ein Blutmond genannt. And it was on Passover. Und das geschah in der Zeit des Passa. And last year we had two on Passover and Tabernacles. Und letztes Jahr ist das auch so gewesen, dass zum Passa und zum Laubhüttenfest auch blutroter Mond gewesen ist. And we're going to have another one this Laubhüttenfest. Und dieses Jahr beim Laubhüttenfest wird das wieder so sein, blutroter Mond. Okay. So in 325 AD Constantine had the Council of Nicaea. Im Jahre 325 hatte Konstantin das Nizianische Konzil einberufen. And we know all about the consubstantial trinity that was decreed at that time. Und wir wissen, dass zu diesem Zeitpunkt die konsubstantielle Dreieinigkeitslehre eingeführt wurde. But the second item on their agenda. Aber das der zweite Punkt auf ihrer Agenda was the replacement of Passover with Easter. Ist, dass das Passafest mit Ostern ersetzt wurde. They didn't want anyone keeping it on the 14th
day of the new moon. Sie wollten nicht, dass es von den Menschen am 14. Tag nach dem Neumond gehalten wurde. In the first month. Im ersten Monat. I wanted to always be on Sunday. Sondern sie wollten, dass es immer am Sonntag geschah. So a lot of changes happened then, and we entered then just couple of hundred years later into the Dark Ages. Und ein paar Jahrhunderte später begann dann das dunkle Mittelalter. We're going to follow some of these truths between Sunday, which was maintained as the Sabbath during the Dark Ages, and belief in the begotten Son. Und wir werden uns jetzt einige der Punkte anschauen des Lichtes, wie halt eben das Passa eben mit Ostern, beziehungsweise durch den Sonntag halt ersetzt wurde und Sunday and the belief in the begotten Son. Der Glaube an den eingeborenen Sohn. And respect for the law of God. In Bezug auf das Gesetz Gottes. Alright. Oh, I didn't want to see that. Let's skip that one. Is this the right version? Okay, go ahead. Next. This is the... Yeah, okay, this is the right version. I don't know why. I marked some of these things as hidden. I don't know if it hidden. It didn't have. So the Dark Ages began with uprooting. You know, the little horn? Das Mittelalter begann mit dem kleinen Horn, wie es einige Völker ausgerupft hat. It raised up, it took out three other horns. You can't see that there's a third one here. Hit it one more time. Okay, also one, two, three. Man kann also sehen, dass es bei seinem Aufstieg drei andere Völker ausgerissen hat, diese drei hier genannten. Now the dates here, sometimes we talk about the Heruli, but they were actually replaced by the Ostrogoths. Both of these had the same capital, north of Rome. Also wir sprechen manchmal über die Heruli, über die Herula, aber die sind durch die Ostgoten ersetzt worden. Sie hatten also die gleiche Hauptstadt nördlich von Italien. Yeah, but the Visigoths, which were the western version of the eastern Goths. Aber die Westgoten, welche ja die räumlich andere Gruppierung war im Vergleich zu den Ostgoten, were in Spain. Die hatten ihre Basis in Spanien. In Italy. Die waren in Italien. And the Vandals were in Carthage. They were Carthaginians in North Africa. Und die Vandalen, die hatten ihren Sitz in Karthago, also im nördlichen Afrika. Now, all three of these had something in common. Und diese drei hatten etwas gemeinsam. They did not believe in the Trinity. Sie glaubten nicht an die Dreieinigkeit. They kept the Sabbath. Hielten den Sabbat. And they kept Passover rather than Easter. Und feierten das Passa anstelle von Ostern. But the Council of Nicaea said, we don't want anyone doing any of those things. Aber im Konzil von Nicea, da wurde beschlossen, dass man nicht wollte, dass irgendjemand diese Dinge hielt. So the little horn had to get rid of these. It had to attack them. Das heißt also, das kleine Horn musste sich ihrer entledigen und sie attackieren. So, let's go to the next one. So here's the time period when this began. Got rid of those little horns. The little horn got rid of those three horns. Wir haben jetzt hier also diesen Zeitpunkt, wo das angefangen hatte. Da waren die drei Hörner ausgerissen worden vom kleinen Horn. And that began this period of 1260 years. Und damit wurde diese Zeitperiode von 1260 Jahren eingeläutet. 42 months. 42 Monate. Three and a half time. Oder auch dreieinhalb Zeiten. And it ended in 1798. Und dies endete 1798. What happened in 1798? Was geschah 1798? Gefangennahme des Papstes. The Pope was taken, captured. Yes, captured. A deadly wound. Da wurde der Papst gefangen genommen, die tödliche Wunde geschah. Okay, that's the next one. So this is actually begins in... I jumped over there. What? It looks different on my computer. I put it on her version. Es sieht etwas anders aus als auf meinem Computer. Over here. Okay. So Clovis, he was the king of France in France, Franks. Clovis, der ist zu diesem Zeitpunkt der König von Frankreich gewesen. He attacked the Ostrogoths. Er griff die Ostgoten an.
And then Belisarius from Constantinople. Und Belisarius aus Konstantinopel. Attacked the Carthaginians. Hat die Karthager angegriffen. And then went and got the Ostrogoths. Und ist dann weitergegangen zu den Ostgoten. And that ended here. 1200. Oh, wait a minute. There's one missing here. It went off the screen. I'll try again. All right. Okay. 143. So this would be the 1200. And this is supposed to be. This is with this one. This is with this one. Okay, also diese beiden Zahlen, ich meine, ihr kennt das ja auch, dass die entsprechend zu den jeweiligen Endpunkten gehören. This takes us to 1290 years. Diese erste Zahl, die erste Zahl hält und gibt uns also diesen Zeitbogen von 1290 Jahren und bringt uns nach 1798. You remember it said, "Blessed is he who waits to the 1335." Und ihr wisst ja auch, dass da steht, dass gesegnet ist, wer diese 1335 erreicht. Und das ist 1843. Okay, so we all know these prophetic dates. Wir kennen alle diese prophetischen Zahlen. Now, are these the correct dates? Sind das denn die richtigen Daten? A lot of the Christian world doesn't pay any attention to these. Viel oder der Großteil der christlichen Welt achtet überhaupt gar nicht auf solche Zahlen. But we can see God's working to make sure these are the correct dates. Aber wir können das Wirken Gottes sehen und wissen, dass dies die richtigen Zahlen sind. So I'm going to move these down here now. Wir gehen jetzt weiter zu diesem Teil. There's another prophetic period, the 70 weeks. Eine weitere prophetische Zeitspanne, die 70 Wochen. 457 BC. Fangen an 457 vor Christus. Until 34 AD. Und die enden im 34. Jahr nach Christus. 490 years. 490 Jahre. 10 jubilees. Oder 10 Jubelzeiten. 49 years between jubilees. Es gibt 49 Jahre, die eine Jubelzeit umfassen. So we have, remember, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days we have Sabbath. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann den Sabbat. And then we have, these are days, so that's time, right? Genau, also das hier sind Tage. And then we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weeks. Oh, what's the word for weeks? Woche. Woche, W-O. Okay, 7 weeks. Wir haben also diesen Zeitraum von 7 Wochen. 7 times 7 is 49. Und 7 mal 7 ist 49. And we add one. Und da wird einer hinzugefügt. And that's 50. Haben wir dann 50. Pentecost. Und dann kommen wir zum... Jetzt weiß ich gerade das Deutsche nicht. Pfingsten, genau. Pentecost, okay. Genau. And then we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 months. Und dann gibt es auch diesen Zeitraum von 7 Monaten. Oh yeah, Monate. Monate, A-T-E, genau. Okay, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 months. So the first month and the seventh month, here we have Passover. Also hier ist es so, dass wir in diesem Zeitraum von 7 Monaten, im ersten Monat ist das Passafest. Passover. Passa, P-A-S-S-A. P-A-S-S-A. Okay. What's that? Okay. What's that? And then we've got down here, we've got the Day of Atonement. Und im siebten Monat gibt es den Versöhnungstag. The Fall Feast, seventh month. Okay, big one. And then we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahr. H-R-E. Ja. Dann gibt es auch diesen Zeitraum von 7 Jahren. And that's a Sabbath, and it's for the land rest. Mhm. Und dieses siebte Jahr wird auch als Sabbat betrachtet, und zwar als ein Sabbat für das Land. And then we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of these Sabbaths. This is a Sabbath, so then you have Sabbath. 7 years. Each of these are 7, so this is 49 years. Mm-hmm. Yeah.
Okay, wenn man jetzt von diese Zeitraum nimmt, von 7 Jahren und das 7-mal hintereinander hat, dann hat man insgesamt 49 Jahre. And then you have one, this is the 50th year. Und auch hier kommt wiederum ein Jahr dazu, ist das 50. Jahr. And that's Jubilee. Und das ist das Jubeljahr. But it's the first year of the next 7 years. Aber dies ist auch gleichzeitig das erste Jahr der nächsten 7-Jahres-Periode. So it's 49 years between Jubilees. 49, das heißt, 49. Okay, das heißt also, der Zeitraum zwischen jedem einzelnen Jubeljahr ist immer genau 49 Jahre. So we have 10 Jubilees. Und so haben wir hier diese Phase von 10 Jubelzeiten. Came to an end. 70 weeks came to an end in 34 AD. Und diese Phase ist halt im Jahre 34 nach Christus, hat die ihr Ende gefunden. This is when Stephen was stoned. Das ist der Zeitpunkt, an dem Stephanus gesteinigt wurde. This last, okay, and so the time for the Jewish people came to an end. An diesem Zeitpunkt ist die spezielle Phase für das jüdische Volk beendet worden. And the gospel went to the Gentiles. Und das Evangelium ging an die Heiden. The 1260 years ended in 1798. Die 1260 Jahre endeten im Jahre 1798. So we have an end here and an end here. Wir haben also hier einmal ein Ende und auch dort ein Ende. It's the end on earth, down here on earth, and here on the earth. So a little horn. Power ends. Okay, und beide Enden befinden sich hier auf der Erde. Now, his wound is healed. Dann sagt die Bibel, dass diese Wunde auch dann wieder geheilt werden würde. It comes back to life. Es wird also wieder lebendig werden. All the world's wondering after. Und die ganze Welt wird ihm nachwandeln. You see that today. Das kann man heute gut schon erkennen. So now, this last week, let's go to the next one. Wir schauen uns jetzt diese letzte Woche etwas genauer an. In the midst of the week, in der Mitte dieser Woche, because that's 27 to 34 is the last week. Die letzte Woche befindet sich zwischen dem Jahr 27 und 34. Jesus is baptized in AD 27. Im Jahre 27 wurde Christus getauft. 3.5 years, 3,5 Jahre später. And he dies. Da starb er. 3.5 times. 3,5 Zeiten. The little horn. Das kleine Horn stirbt. Deadly wound. Tödliche Wunde. In the midst of the week, sacrifice, oblation cease. In der Mitte dieser Woche werden die Opferdienste beendet. Jesus is raised again. Jesus wird auferweckt. His father takes him to heaven. He ascends to heaven. Sein Vater nimmt ihn hoch in den Himmel. And he begins a work in the heavenly sanctuary. Und er fängt seinen Dienst im himmlischen Heiligtum an. In the holy place, the first department. Im Heiligtum, im ersten Bereich des Heiligtums. Okay. In 1844 he began a work in the most holy place. Und 1844 begann er dann den Dienst im Allerheiligsten. Beginning and a beginning. Wir haben auch hier wieder zwei Anfänge, einmal vorne und einmal hinten. In heaven. Im Himmel. Ending and ending on earth. Und ein Ende und noch ein Ende auf der Erde. Now let's see what the difference here is. If we let's take this one first. 1798. Schauen wir uns jetzt an, was die Unterschiede sind und fangen mit dem Jahre 1798 an. And we're going to subtract 34. Und ziehen davon 34 ab. Kommen wir 1764. Auf 1764 Jahre. Do you have a calculator? Hat jemand einen Taschenrechner? On the phone, you got a phone with a calculator. I do have one here. Oh, you have one. Oh. Oops. It's not working. So. Okay. Uh-huh. Okay, 1764. Also 1764. Divided by 49. Geteilt durch 49. Divided by 49. Ist 36. 36. Point. No? No point. No point. 36. Exactly. Genau 36. Okay. 36 Jubilees. Das heißt, wir haben also hier 36 Jubelzeiten. Exactly. Ganz genau und exakt. Okay. Now the difference between 1844 and
Schauen wir uns jetzt die Zeiten an zwischen 31 und 1844. Okay, 1813. Kommen wir also auf 1813 Jahre. Divided by 49. Auch das teilen wir jetzt wieder durch 49. Auf 37 kommen wir, genau. 37 point. To the point. No point. No point. Okay, next slide. 37 Jubel. Also auch hier ein genaues Zeitfenster von 37 Jubelzeiten. Exactly. Ganz genau. These are linked together. These dates are not movable. They are heavenly calculations that our Father has put and set in prophetic time. Dies sind also feste Zeiten und auch entsprechend miteinander verbunden, die unser Vater im Himmel so vorhergelegt hat, vorne festgelegt hat. Jesus said in Acts chapter 1 verse 7. Jesus hat gesagt, erinnert euch daran, in Apostelgeschichte 1 Vers 7. Ich denke, es ist Vers 7. Vielleicht kann das gerade einer nachschauen. The times and the seasons are in the Father's power. Die Zeiten und die Zeiträume sind in der Macht des Vaters. So he has all this in control. Now, let's er hat also die Kontrolle über dieses alles. 702 BC. Oh, there's another. These jubilees are connected to the only known jubilee recorded in the Bible. Auch diese Zeiten alle hier sind mit der einzigen Jubelzeit verbunden, über die wir eine Aufzeichnung finden in der Bibel. Und die passierte genau 5 Jubelzeiten vor 457 vor Christus. And it's found in 2 chapters of the Bible. Man kann das in 2 Kapiteln der Bibel nachlesen. In 2 separate books. In 2 unterschiedlichen Büchern. 2 Kings chapter 19. In 2. Könige Kapitel 19. And Isaiah 37. Und Jesaja 37. And if you look at those, wenn man sich die beiden anschaut, they're exactly word for word the same. Sie sind Wort für Wort identisch. Duplicates. Komplett identisch, zwei gleich. And it's describing this attack by the king of Assyria. Dort wird der Angriff des Königs von Syrien beschrieben. On Jerusalem. Auf Jerusalem. And the time of King Hezekiah. In der Zeit des Königs Hezekiah. And Isaiah came to the king. Hiskia, okay. In German it's Hiskia. Oh, Hiskia. Hiskia. Okay. And Isaiah, the prophet Isaiah, came to Hiskia. Der Prophet Jesaja kam zu Hiskia. And said, God has heard your prayer. Und sagte zu ihm, Gott hat dein Gebet erhört. And this is a sign. Dies ist ein Zeichen. You won't plant anything this year. Du wirst in diesem Jahr nichts anpflanzen. Or the next year. Und genauso im nächsten Jahr. Two land sabbaths, the land rests. 2 Landsabbate, die aufeinander folgten. But in the third year you will plant and reap. Aber im dritten Jahr wirst du wieder anpflanzen und ernten. This is describing a jubilee. Das ist die Beschreibung eines Jubeljahres. And that's very accurately noted to be at 702 BC. We know that date. Und das ist genau aufgezeichnet für das Jahr 702 vor Christus. So let's look and see what happened here before the Dark Ages. The truth of the Bible was taken to these countries, these 3 nations that were uprooted. Wir schauen uns jetzt genau an, wie die Wahrheiten der Bibel in diese 3 Länder hineingetragen worden ist, welche hier von der Landkarte entfernt wurden. And one of the first that we know of was Ulfius. Der erste, von dem wir das wissen, ist, what's his name? Ulfius. Ulfius? Ulfile. Ulfila? Ja, Ulfile. Okay. And he was ordained by Eusebius of Nicomedia. Er ist berufen worden von Nicodemus von, I don't know, Nicomedia. Nicomedia. He was, that's to distinguish him from Eusebius of
Caesarea. Caesarea. Okay. Das ist halt irgendwie von Eusebius zu ach so, okay. Von, das heißt also auch Eusebius, um ihn halt zu unterscheiden von dem anderen. And so he, because the people who did not agree with the Council of Nicaea were exiled. Die Menschen, die sich nicht mit dem Konzilsbeschluss vereinbarten, die wurden herausgeschlossen. He went to North Bulgaria. Er ist in den Norden von Bulgarien gereist. And there he, damals, es war kein Bulgarien. Okay, das hieß damals natürlich noch nicht Bulgarien, aber in diese Region, wo heute Bulgarien liegt. Ja. Is that okay? Yeah, okay. So in about 340, 350 AD, im Jahre 340 bis 350, he converted the Gothic nation to Christianity. Da bekehrte er die gotische Nation zum Christentum. And he translated the Bible into their language. Und er übersetzte die Bibel in ihre Sprache. Okay. In the 4th century, Epiphanius wrote about these that believed at that time. Im 4. Jahrhundert hatte Epiphanius darüber geschrieben, was zu dieser Zeit geglaubt wurde. He says they use not only the New Testament but the Old Testament as well. Und er schrieb, sie benutzten nicht nur das Neue Testament, sondern auch das Alte Testament. He says they confess everything exactly as the law proclaims it in the Jewish fashion. Und er betont hier, dass sie genau das Gleiche betonten und bekannten, wie es das Gesetz bekannt gibt, so wie es auch bei der jüdischen Nation gelehrt wird und bekannt wird. So. People were called Jews because they kept the Sabbath. Und die Leute sind deswegen auch Juden genannt worden, weil sie den Sabbat hielten. Except for their belief in the Messiah. Eben mit der Ausnahme, dass sie an den Messias geglaubt haben. They were Christians. Sie waren Christen. They acknowledged both the resurrection of the dead. Sie bekannten sowohl die Auferstehung von den Toten and the divine creation of all things. Und die göttliche Schöpfung aller Dinge. Why? Because there were others who were saying that everything on this earth was created by an evil God. Und zu dieser Zeit gab es andere auf der Erde, die sagten, dass es hier einen bösen Gott gegeben hat, der alles gemacht hat. But they believed that every God created all things by his son Jesus Christ. Aber sie glaubten, dass Gott alles geschaffen hatte durch seinen Sohn Jesus Christus. Ephesians 3:9. In Epheser 3:9. And declare that there is one God. Und auch sie proklamierten, dass es nur einen Gott gibt. And that his son is Yeshua, the Messiah. Und dass sein Sohn Yeshua der Messias ist. It's another book, The Antiquities of the Christian Church. Ein weiteres Buch, Antiquities of the Christian Church. It says that the ancient Christians were very careful in observation of Saturday. Die frühen Christen waren sehr sorgsam damit in der Beachtung des Samstags oder des siebten Tages. Es ist offensichtlich, dass die Kirchen im Orient and the greatest part of the world sowie im größten Teil der gesamten Welt auch die Sabbatfeste hielten. Not only the seventh day, nicht nur den siebten Tag, but the seventh week, auch die siebte Woche, the seventh month, den siebten Monat, the seventh year, das siebte Jahr, all the Sabbath festivals, alle Sabbatfestivals, and, Festlichkeiten. It says, they held their assemblies on the Sabbath. Sie hielten ihre Versammlungen am Sabbat. Not because they were Jewish, infected with Judaism, und zwar nicht deshalb, weil sie infiziert waren vom Judaismus, but to worship Jesus, sondern um Jesus anzubeten, the Lord of the Sabbath, den Herrn des Sabbat. Das ist genau das, was Jesus gesagt hatte, ich bin der Herr des Sabbat. So one of the first places from Antioch, which was over here, the Christians to escape persecution went east to Armenia.
Und aus diesen ersten Regionen, wo die Christen zu finden waren, sind sie halt weiter geflüchtet in den Bereich von Armenien. Mount Ararat. Wait a minute, go back. Einfach zurückdrücken. Back arrow. Yeah. There's Armenia. In diesem Bereich finden wir Armenien. Okay, and these are the Paulicians. Das sind die Paulicianer. Paulicians. Yeah. From Paulus. Yeah, and I saw it spelled with a K. Yeah, Paulician. Okay, next. And so here's a book, Edward Gibbon. He wrote The Rise and Fall of the Roman Empire. Hier haben wir ein Buch von Gibbons. Er schrieb den Aufstieg und Fall des Römischen Reiches. He had a whole chapter on their history. Und hat in einem kompletten Kapitel ihre Geschichte aufgeschrieben. And most of what they believe we know now from a book called The Key of Truth. Das meiste von dem, was wir über sie wissen, was sie geglaubt haben, kommt aus diesem Buch Schlüssel der Wahrheit. This was translated by Frederick Canabair in 1868. Das ist von Frederick Canabair in 1860 etwa übersetzt worden. It's in Armenian. Das ist jetzt armenische Sprache. And he translates it, next slide. And so he talks about they were against icon worship. They didn't want to worship any images. Man kann hier lesen, dass sie gegen die Anbetung von Ikonen waren. They called them Eastern Baptists, Oriental Baptists. Sie wurden die antiken orientalischen Baptisten genannt, because they believed in immersion, baptism by immersion. Weil sie daran geglaubt haben, dass Taufe durch Untertauchen geschieht. They were Protestants before Protestantism. Er schreibt, sie waren Protestanten weit vor dem Protestantismus. And compared to the Catholic Church, they had an unorthodox view of the nature of Christ. Und verglichen mit dem katholischen Christentum hatten sie eine sehr unorthodoxe Ansicht über die Natur Christi. And so this is about year 800. Infant baptism. No, they didn't believe in infant baptism. Und jetzt gibt es hier einen Abschnitt, wo er über das Jahr 800 schreibt, und da sagt er, dass die Säuglingstaufe von ihnen abgelehnt wurde. They thought the best time for baptism was about age 30, when someone's an adult. Also, sie haben geglaubt, dass die beste Zeit für die Taufe ist, wenn man um 30 ist, also letzten Endes, wenn man erwachsen ist. They kept the Lord's Supper at night with an agape meal. Sie haben das Abendmahl gehalten in der Nacht. Mit einem Abgabefest zusammen. They didn't worship Mary, haben Maria nicht angebetet or pray to the saints, und auch nicht zu den Heiligen gebetet. We talked about image worship. Use of cross, relics, incense, candles. They didn't use any of that. Also diese ganzen Sachen, was man da im Katholizismus findet, haben sie nicht gemacht. Eben das Benutzen von Kreuzen, von Reliquien, von Incense, was, Kerzen, achso, Weihrauch und diesen Dingen. Ja. It says Easter, but it says it was on the 14th. We have a question. Yes. So the Lord's Supper was kept on one specific day in the year, or several times throughout the year? Several times, but Passover was on the 14th. That's what I was trying to show you, that they kept the 14th. It wasn't on Sunday. Okay, also das Abendmahl ist öfter gehalten worden, aber speziell dieses Passafest wollte er zeigen, dass sie das wirklich am 14. des Monats gehalten haben. Des ersten Monats. Auch hier steht es nochmal, ist am 14. vom Nisan, vom Monat Nisan gehalten worden. Und es gab bei ihnen keinen Sonntagsgottesdienst. Und der Samstagssabbat ist von ihnen gehalten worden. The other Catholic feasts, no Christmas or Annunciation, they had these other Catholic feasts, they didn't keep those. Auch die anderen katholischen Feste wie Weihnachten und Annunciation. That's when Mary was told that she was going to. Okay, also zum Beispiel Maria Himmelfahrt, also alle Feste, die mit Maria zu tun haben, wurden von ihnen nicht beachtet. And the word Trinity never appears. Das Wort Trinität erschien in ihren Büchern nirgends.
So here they were in Armenia. They came from Antioch, which is right here, to this way. At the same time, they were migrating this direction to Bulgaria. And these were the Bogomils. Also hier kann man nochmal sehen, in von welchen Bereichen sie gekommen sind, wo sie hingewandert sind und auch nochmal, dass sie halt eben weitergewandert sind, auch nach Westen in Richtung Bulgarien. Es war eine ständige Krieg in der Gruppe in diesem Gebiet und am Ende die byzantinische Armee hat zerschlagen diese Kirche und dann sie übersiedelten diesen Leuten in Südbulgarien und zum Beispiel die Frau, die sitzt dort, sie hat gerade solche Herkunft von dieser Gruppe. Aber in dem Mittelalter, Teil von diesen Leuten akzeptiert den Islam. Teil von diesen Leuten akzeptiert den Katholizismus. Und heutige katholische Kirche in Bulgarien hat Grund von diesen Leuten, Herkunft von diesen Leuten. Aber die Bogomilen, das ist andere Kompanie, das ist andere Gruppe, andere Kirche. Ja. Und diese Kirche war verbreitet auch in Westeuropa, in Frankreich. Und in Bosnien. Bosnien. Yeah, it's a different. To Bulgaria, and there's a lady here apparently that is from that kind of a people. Yeah. So some of them became Muslims and some Catholic. Yes, yes, that's true. And then the Bogomils are a different group. The Bogomils accepted Islam. In the Middle Ages, in Bosnia. Some of them did, yes. They are because Muslims only believed in one God. Yes, right. And so they had some things in common. And they were protected by them from the Catholics who were trying to persecute them. Yeah, it was a different group, but they had the same, I remember this man's name, but he transported a bunch of the Polykians over here. Es ist also eine separate Gruppe und er hatte einige von diesen Polykianern auch rübergebracht in den Bereich des heutigen Bulgarien. Und da ist es auch alles ein bisschen vermischt worden. Okay, next. Next. And from here, this is where they were transported to, which back then was called Thrace. Hier, das ist ein Bereich, wo sie halt hingebracht wurden. Das hieß damals Thrace. And then they spread. Und von da aus haben sie sich weiter ausgebreitet. Okay. So this is from Sabbath in the Eastern Church. Das ist jetzt aus dem Buch Sabbat in den östlichen Bereichen. Oh my, I wish we could see all that. Why would that go off the slide? No, go back. Okay. Yeah. Because down here it says this was published at Andrews University. Und hier unten steht jetzt eigentlich noch, kann man leider nicht lesen, dass es publiziert worden ist an der Andrews Universität. He was writing this for his master's degree. Und er hier hat das für seinen Masterabschluss geschrieben. And he's commenting on these people. They stress the law of Moses. Und er hat das über diese Leute geschrieben. Sie haben also eben die Gebote Gottes betont. Except for sacrifices. Mit der Ausnahme der Opfer. And it says they practice circumcision. I find some conflicting information on that. Okay, also I don't think so. I found other ones that said they didn't. Okay, also er hat jetzt hier er hatte hier geschrieben, dass sie auch die Beschneidung durchgeführt haben, aber Gary selber hatte dazu sehr unterschiedliche Informationen gefunden und du sagtest jetzt gerade auch, dass es nicht so gewesen ist. Enthielten sich von unreinem Fleisch, beachteten den Sabbat als Tag der Ruhe und haben nicht an die Dreieinigkeit geglaubt, haben aber Christus als göttlich angenommen. Für viele Menschen ist das sehr verwirrend, dass sie eben die Dreieinigkeit abgelehnt haben, aber dennoch Christus als vollkommen göttlich angesehen haben. Because he was the begotten son. That's how they understood that. Das ist eben auch, wie sie es verstanden hatten, weil Christus der geborene Sohn vom Vater ist. So, they came
through here. We're over to here now, and then went north through the Balkans. Also man kann hier den Weg sehen, wie sie halt gegangen sind über die ganzen Halbinseln dort, Richtung über Bulgarien und dann halt eben weiter in die europäischen Regionen rein. Into Europe north and south to the Walden Seas. Auch hier in den Bereich des nördlichen Europa oder auch dann unten in die Waldenser Bereiche, die bis zu den Albigensern oder dann bis zu Katar. Became many different groups, had a lot of different names, and here they were called the Passaginians. Und es gibt halt eben dort sehr viele unterschiedliche Gruppen. Je nachdem, wo sie sich angesiedelt haben, haben sie auch ganz unterschiedliche Namen bekommen. In Milan wurden sie die Pateri genannt zum Beispiel. Sehr viele unterschiedliche Bezeichnungen. So here we go. Walgensees, Albigenses, Palikians, Cathars, Bogomils, Passaginians, Paterines. They all rejected the Catholic feasts and fasts. Und hier steht es jetzt nochmal, dass eben die Waldenser, die Albigenser, die Paulikaner, Katharer, Bogamils, die Passaginians, Patarines, sie alle haben eben die katholischen Feste und Feierlichkeiten abgelehnt. And the Waldenses would meet yearly meetings in September, the seventh month. Und die Waldenser haben sich zum Beispiel auch jedes Jahr im Monat September getroffen, also eben in diesem Bereich des siebten Monats. Okay. Okay, so these also up in Germany became the Anabaptists. In Deutschland wurden sie zum Beispiel an die Anabaptisten. Which continued observing many of the points the Walden sees. Und die haben viele von den Dingen weiter beachtet, welche die Waldenser beachtet hatten. So they believed the Old Testament was important. Auch, dass sie das Alte Testament von großer Wichtigkeit betrachteten. They kept the Waldensian translation of the Bible. Sie behielten auch die waldensischen Übersetzungen der Bibel. And, the same observations of Passover, once a year. Auch sie beachteten das Passa einmal im Jahr. Und hier geht es in diesem Text um die Anabaptisten aus dem 16. Jahrhundert. Okay. Oh, that's another one supposed to have been hidden. It's okay, in Oxford, England, Publicani is another group, and about 1100, also rejected Catholic practices. Und hier gibt es jetzt noch eine weitere Gruppe in Oxford, England. Kannst du gerade nochmal zurückmachen? Auch diese Gruppe, die dann Publikaner genannt wurde, haben die katholischen Praktiken abgelehnt und haben das Gesetz mit allen ihren Bestimmungen gehalten. Kommen wir zu den Passaginianern. Observe the law of Moses, accept offerings. Auch sie haben das Gesetz Mose beachtet, mit eben der Ausnahme der Opfer und den dem ganzen Opferdienst drumherum. And, auch etwas später nochmal ist das Gleiche. Okay, this is in Spain. Wir kommen jetzt nach Spanien. And this is where the Visigoths were. Und da waren die Westgoten. And many people, they had migrated here. We had Jews, Muslims and Christians, which were keeping unleavened bread and Passover. Und viele Menschen sind dorthin emigriert, seien es jetzt Juden und Muslime, Christen. Und auch sie beachteten das Fest der ungesäuerten Brote und das Passa. And the Day of Atonement. Und auch am Tag der dem Versöhnungstag. They observed the Sabbath. Und auch sie beachteten den Sabbat. From Friday, sunset to Saturday. Von Sonnenuntergang freitags bis Sonnenuntergang am Samstag. They kept the food laws. Beachteten die Essensgebote. Rejected Catholic doctrines. Lehnten katholische Lehren ab. And denied the Trinity. Und auch die Dreieinigkeit. And oh, you can read this one. That's in German. Das könnt ihr jetzt lesen. Das ist in Deutsch. This was a book written by Samuel Cohn about the
Transylvanian Sabbath Keepers. Und das ist ein Buch, was von Samuel Cohn geschrieben wurde über die transsilvanischen Sabbathhalter. And this is one of the hymns. This is Bosnian Catholic hymns. Das ist jetzt aus einem Hymnenbuch der bosnischen Katara. And it's just saying that their pageantry of the Catholic Church is not from the Bible. Pageantry. Pageantry, all their feasts and okay. All their special days. That Also Sie haben gesagt, dass die Festlichkeiten, die so in der katholischen Kirche gehalten wurden, nicht aus dem Wort der Bibel stammen. Rome, the Pope's city. Rom, also selbst die Stadt des Papstes. Just ask the Pope. Fragt also den Papst. He will confess. Er wird bestätigen, his celebrations do not come from God. Dass diese Feierlichkeiten nicht von Gott kommen, the Jewish statutes God, alone will bless. Sondern dass Gott alleine das, was jüdische Festlichkeiten sind, Gott segnen wird. Okay. And so I went looking for this book by Samuel Cohn. I found it. Und ich habe dann nach diesem Buch von Samuel Cohn gesucht und es gefunden. And it's in Hungarian. Auch dies ist jetzt in Ungarisch. And I couldn't read it. Konnte es also nicht lesen. So, yeah, there it is. Budapest, 1889. Okay. Kommt also aus Budapest, 1889. I found it in English. Hab's dann nochmal gefunden in Englisch. They keep Sabbath. Und hier steht, sie haben den Sabbat gehalten. The holy days and the feasts. Die heiligen Tage und Feste. Other original doctrines of the apostles. Und andere Lehren der Apostel. And celebrate Passover according to the command of Christ. Und haben das Passa gehalten in Einklang mit den Geboten Christi. Then I found another one. This is a Jewish review that talks about the same book. Und hier ist jetzt noch ein weiteres Buch. And it mentions this songbook that they had of 44 hymns und hier, on the Sabbath. Hier wird jetzt ein Gesangsbuch erwähnt, das 44 Lieder hatte bezüglich des Sabbats. And 5 for the new moon. 5 Lieder über den Neumond. 11 for Passover. 11 über das Passa. And, you know, Tabernacles, the Day of Atonement. Also auch hier über das Laubhüttenfest, den Versöhnungstag. But these, they were not Jews. Aber sie waren keine Juden. Because they did not celebrate Purim or Hanukkah. Denn sie haben also nicht das Purimsfest und auch Chanukka gehalten. It says even the Mosaic laws they did not observe in their entirety. Sogar das gesamte Gesetz Mose haben sie nicht in ihrer Vollständigkeit bewahrt. They kept the dietary laws only to a certain limit. Zum Beispiel haben sie die Essensgebote nur bis zu einem bestimmten Punkt bewahrt. And circumcision, und Beschneidung not at all. In keinster Weise. Right? Okay. So I found both things here. What I thought was interesting here though is that they regarded Jesus as greater than Moses. Was ich sehr interessant fand, ist, dass sie Jesus als größer betrachtet haben als Mose. Call him our Christ, Lord Jesus. Und haben ihn zum Beispiel genannt, unser Christus, Herr King. Jesus, König and the Son of God. Und sogar Sohn Gottes. Okay. Then, okay, we're going to close with this. This is from the Mennonite Confession of Faith. Wir werden jetzt mit diesem hier abschließen. Das ist das mennonitische Glaubensbekenntnis, das aus dem Deutschen übersetzt wurde. And this was first written by Simon Menno. Yeah, this is translated by okay. Joseph Funk, but it was written by Simon Menno. Es ist ursprünglich geschrieben worden von Simon Menno. In 1659. Ich denke in 1695. Okay. Of the eternal birth in Godhead, the only begotten Son of God. Über die ewige Geburt und Gottheit des einzig geborenen Sohnes Gottes. We believe the Son of God from all eternity came forth, was born. So bekennen wir, dass der Sohn Gottes von aller Ewigkeit hervorkam und geboren ward.
in a way we don't understand, auf eine Weise, die wir nicht verstehen, proceeded forth from the true God, his Father, ist er hervorgekommen aus dem wahren Gott, dem Vater. Has the same nature, hat die Essence and Substance, hat die gleiche Natur, Essenz und Substanz with Almighty God. Mit dem allmächtigen Gott. Truly God from the true God. Wahrer Gott von wahrem Gott. Being in the form of God. Der in der Form Gottes war. Quoting Paul, brightness of his glory. Der Glanz seines, seiner Herrlichkeit. Express image of his person. Und das ausdrückliche Abbild seiner Person. Hebrews 1:3. Hebräer 1, Vers 3. Okay, this is the last slide. For as the stone which was cut out of the mountain without hands. Denn so wie der Stein, welcher ohne menschliches Zutun aus dem Berg herausgerissen wurde, and became a great mountain, und selbst ein großer Berg wurde, is the same substance with the mountain from which it was taken. Ist von gleicher Substanz wie der Berg war, aus dem er herausgenommen wurde. So the cornerstone, Jesus Christ. Der Eckstein also, Jesus Christus, der einzig geborene Sohn Gottes, ist identisch in seinem Wesen und Substanz, gleich ewig und gleich, ja, und im Prinzip gleich mit dem allmächtigen Vater, welcher der Berg und der Fels der Ewigkeit ist. Oder der Zeitalter. Okay, well that's a dark age is almost over. Das ist jetzt ein ziemlich großer Berg und das dunkle Zeitalter 1517, ist fast vorbei. Kommen wir also zur Reformation. Martin Luther. Light. Licht. Comes the end of dark ages. Am Ende der Zeit, des dunklen Zeitalters kommt Licht. Du bist sicher in diesem Datum? Minus 10 Are you sure about this date? Because he believes that Simon Manuel lived in the 16th century, so 1500 something. 15. Yeah. Well, maybe these might be backwards. Maybe it's 1516. Yes, maybe. Vielleicht ist das Datum nicht richtig und es ist vertauscht. In English, I say a joke. I say it's my dyslexia. The real word is dyslexia. Ah, ja, okay. Dyslexia ist, glaube ich, eine Rechtschreibschwäche oder sowas. Okay. Also ja, benutzt da einmal ein Wortspiel im Englischen. Right. It's probably earlier. It's even earlier than this. All right, that's good. The Republic in England was destroyed and the monarchy was restored. Yeah. So yeah. It's already good. And baptism existed already, like in inheritance of Mennonism. Baptism as they did in the Book of Acts. Because the Congregationalists met in Holland at the beginning of the 17th century with Mennonists, mm-hmm. and then baptism was born. Yeah, the Baptist. Yeah. Well, I hope you enjoyed that. Nun, ich hoffe, dass ihr Freude daran hattet. More history. Noch mehr Geschichte. But we have great examples from the past. Es gibt also sehr großartige Beispiele in der Vergangenheit. That the light is going to grow again now at the end of this age when it's dark in the world. Und das Licht wird jetzt am Ende der Zeit, wo es dunkel ist in der Welt, wieder anwachsen. And, we'll have our closing prayer. Wir wollen jetzt mit einem Gebet abschließen. Our dear Father in heaven. Unser lieber Vater im Himmel. We are encouraged by those who have led your truth in the past. Wir sind ermutigt durch diejenigen, die deine Wahrheit in der Vergangenheit hochgehalten haben. Strengthen our hearts to be as true as they were. Stärke unsere Herzen, dass wir so treu sind, wie sie es waren. Let us stay close to your word. Lass uns nahe bei deinem Wort stehen.
and be led by your Spirit. Und durch deinen Geist geleitet sein. We pray in Jesus' name. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.